In der D-Jugend sollte eine gezielte Ausbildung auf der Grundlage einer guten Abwehrtechnik ansetzen. Spielform, aber auch hinführende Übungen bilden hier die Basis für die Anwendung in Zweikampfsituationen im Wettkampf. Zur Entwicklung der abwehrspezifischen Beinarbeit eignen sich besonders Zieh- und Schiebewettkämpfe, die den Spielern zudem viel Spaß machen. Hier stehen sich Spielerpaare in paralleler Grundstellung gegenüber. Ziel ist es, durch Gegendruck mit den Händen den Partnern aus dem Gleichgewicht der parallelen Fußstellung zu bringen. Mit schnellen, kurzen Körperkontakten mit den Händen wird versucht, den Partner aus dem Gleichgewicht zu bringen. Eine übrigens recht gute Vorbereitung zur Aufnahme des Körperkontakts im Zweikampf im Spiel 1 gegen 1. Jetzt wird der Körperkontakt aus der abwehrtypischen, schnellen, kurzen Beinarbeit heraus aufgenommen. Dabei dürfen und sollen die Spieler gezielt fintieren. Wichtig dabei sind nur kurze Körperkontakte. Immer wieder zurückgehen und dann neu ansetzen. Auf Kommando muss jetzt die diagonale Grundstellung schnell gewechselt werden. Das Schattenboxen macht viel Spaß, erfordert aber ebenfalls eine sehr gute leichtfüßige Beinarbeit. Eine Variante, die außerdem sehr viel Beweglichkeit und Gewandtheit erfordert, das Kickboxen. Während die Spieler sich an einer Hand festhalten, versuchen sie, den Partner am Oberschenkel oder Gesäß zu berühren. Hier sind kreative Täuschungen gefragt. Jetzt halten sich die Spieler an beiden Händen fest und versuchen, dem Partner auf die Füße zu treten. Kurze, bewegliche und explosive Schrittkontakte auf den Fußballen sind dazu notwendig. Rücken an Rücken versuchen die Spieler, sich gegenseitig wegzudrücken. Wichtig dabei sind schnelle Füße. Hier versuchen die Spieler, den Partner über eine Linie zu ziehen. Auch hier sind immer wieder schnelle Füße gefragt. Die gleiche Übung wird jetzt mit gefasstem Ball durchgeführt. Zunächst werden einige Pässe gespielt, dann laufen die Spieler zusammen und führen den Ziehwettkampf mit Ball durch. Yeah.
In einem durch Hütchen begrenzten Sektor wird 1 gegen 1 gegen einen Dribbler gespielt. Mit dem eingeleiteten Ballcheck bringt der Verteidiger den Ball ins Spiel. Der Vorteil? Er kann aus einer sicheren offensiven Grundposition den Zweikampf gegen den Dribbler beginnen. Dieser Verteidiger agiert zu passiv und öffnet dem Angreifer den Weg zur Wurfarmseite. Der Angreifer hat ein deutlich höheres Aktionstempo, während der Verteidiger im Moment der Täuschung quasi passiv steht. Der Witz ist ja, dass der Angreifer nicht mit Schwung kommen soll. Das ist ja das, was ihr wollt. Ihr wollt passen, Anlauf nehmen, ja, dann habt ihr halt Schwung, dann könnt ihr was machen. So, das soll aber nicht sein, sondern das soll ganz genau so laufen, dass wenn du da bist, komm her. So, du gibst mir den Ball, ich geb dir den Ball. So, und jetzt mach was aus dem Stand. So, jetzt gehe ich zurück, zack, dann schiebe ich dich auch raus. Da muss ich schnell wieder zurückgehen. Ja, der Abstand ist am Anfang eng, aber er hat keine Dynamik. Ja, und das kannst du dann ausgleichen. Gegen den Linkshänder versperrt der Verteidiger eigentlich die falsche Seite. Er müsste das rechte Bein vorn haben, um in diagonaler Körperstellung die Wurfarmseite versperren zu können. Gegen den Dribbling-Durchbruch agiert er jedoch richtig und spielt den Ball von der Seite heraus. Philipp, schneller weg! Hopp und sink! Und Hände! Gut so, da ist er doch! Zack, so, und los geht's! Hopp und die Hände, schnell! Gut, alles klar! Dieser Verteidiger sinkt gegen den täuschenden Angreifer zunächst zurück und hält so den Sicherheitsabstand ein. Im Moment der Durchbruchaktion agiert er dann wieder nach vorn zum Ball und spielt ihn heraus. Rückpass. Zack, weg. Jetzt darf der Angreifer mit einem Anspieler, der außerhalb des Sektors steht, zusammenspielen. Dadurch entsteht eine neue Situation, wenn der Ball beim Anspieler ist. Der Verteidiger kann Anspiele zum Gegenspieler aktiv versperren oder sogar abfangen. Der Angreifer muss sich entsprechend freilaufen. Achten Sie dabei besonders auf die richtige Grundposition des Verteidigers gegen einen Angreifer ohne Ball. Der Trainer sollte anfangs die Rolle des Anspielers selbst übernehmen, da er so das Spielverhalten steuern und sofort gezielt korrigieren kann. Oh, dahin. Hey, jawohl. Und weiter, spiel mit mir. Komm, spiel und weiter geht's. So, ich lauf dich wieder frei. Komm wieder nach hinten. Gut, die Hände. Super gemacht. Natürlich sollte der Anspieler abwechselnd auf beiden Seiten des Sektors agieren. Sehr schön. Und jetzt wieder marschieren. Komm schon, marschieren. Redig. Gut, super. In aussichtslosen Durchbruchssituationen muss der Angreifer im Sinne des Spielflusses den Ball zum Anspieler zurückpassen, sich ohne Ball lösen bzw. freilaufen und dann neu ansetzen. Pass, Rückpass. So, ich komme hier nicht durch. Weg, okay, dann spiele ich, dann laufe ich wieder. Zack, dann laufe ich nach hinten frei. Weg, jetzt kann ich durch. Zack, und wieder durch. Und dann gehe ich hier durch. Ja, und wieder zurück das Ganze. Ja, so lange spielen, bis ihr eine Chance habt. Und nicht unter Behinderung irgendwie draufwerfen. Dieser kleinere, aber bewegliche Verteidiger agiert sehr geschickt gegen den größeren Angreifer. In der Manndeckung können solche körperlichen Vorteile durch gute Beinarbeit und Stellungsspiel ausgeglichen werden.
Hier ist sehr gut zu sehen, wie der Verteidiger in der Querstellung ballbezogen verteidigt. Er hat jederzeit Blickkontakt zum Ball, aber mit der Führungshand auch Kontakt zum Gegenspieler. Vorstufe zum Spiel 2 gegen 2 spielt jetzt in zwei durch Hütchen begrenzte Streifen jeweils ein Spielerpaar 1 gegen 1. Die Paare dürfen nicht in den jeweils anderen Sektor laufen, dürfen aber durchaus zusammenspielen. Je nach Situation können auch die beiden Anspieler zusammenspielen, falls der Angreifer auf ihrer Seite nicht anspielbar ist. So, und weiterspielen und wieder lösen. Jawohl, gut. Wie in dieser Szene sehr gut zu sehen, müssen beide Spielerpaare permanent in Bewegung sein. Hier wird das Spiel ohne Ball intensiv gefordert. Diese beiden Verteidiger agieren fast perfekt und lassen dem Angreifer kaum Durchbruchschancen. Sie verteidigen sehr spielnah über mehr als 30 Sekunden nahezu erfolgreich. Im nächsten Schritt wird dann im Sektor 2 gegen 2 mit zwei Anspielern gespielt. Die Angreifer dürfen nun auch Positionswechsel mit und ohne Ball durchführen. Vor allem der Verteidiger gegen den Angreifer ohne Ball hat eine schwierige Aufgabe. Er muss den Ballhalter beobachten, darf sich aber gleichzeitig nicht, wie hier zu sehen, von seinem direkten Gegenspieler überlaufen lassen. Besonders wenn ein Angreifer mit Ball in die Lücke zwischen die beiden Verteidiger stößt, können jetzt Probleme für die Abwehr entstehen. Nicht immer ist das Begleiten des direkten Gegenspielers beim Kreuzen der Abwehr die beste Lösung. Agieren die beiden Verteidiger bei hier auf Ballhöhe relativ eng zusammen, können sie ihre kreuzenden Gegenspieler durchaus auch übergeben bzw. übernehmen. Aufgepasst! Ihr zwei spielt jetzt mit übergeben, übernehmen. Ja? Ihr sollt wieder versuchen, im Angriff die Positionen zu tauschen. So, damit das aber funktioniert, müsst ihr sinken. Das heißt, wenn jetzt er den Ball hat, komm mal, und geht mit dem Ball, ja, und hat dich hinten reingedrängt, dann spielst du nicht mehr weiter vorne, um 1 gegen 1 gegen ihn zu spielen. Ja, weil wenn du weiter vorne spielst, halte mal den Ball fest, zappel dir nicht einer ab. Wenn der Jörg jetzt weiter vorne spielt,
dann machen wir den Raum hier auf. Dann ist Hilfe und Übergeben übernehmen nicht möglich. So, das heißt, wir sinken jetzt in der Manndeckung immer mindestens auf Ballhöhe. Ja? So, wenn der weiter weg steht, ist sein Problem, ist ja nicht gefährlich. Ja? Aber wenn ich auf Ballhöhe bin, ja, dann kann ich da immer auch wieder helfen. Und wenn er jetzt reingeht und der andere kommt hinten rum, ja, dann kann ich hier auch übernehmen und dann stimmt alles wieder. Ja? Also der zweite Abwehrspieler sinkt immer auf Ballhöhe mindestens zurück. Okay? Das ist die Regel. Let's go! Hier übernehmen die Verteidiger ihre kreuzenden Angreifer richtig. Jetzt da rein. Weg. Jawohl. Und weiter geht's. Und weiter den Ball nach außen. Wird in jeder Spielfeldhälfte 3 gegen 3 gespielt. Die Spieler dürfen dabei die Mittellinie nicht überlaufen, sondern nur den Ball zu einem Mitspieler in der jeweils anderen Spielfeldhälfte passen. Im Spiel 3 gegen 3 stehen den Angreifern große Breiten- und Tiefenräume zur Verfügung. Die Abwehr agiert quasi automatisch mit Manndeckung. Nach einem Torerfolg bringt der Torwart den Ball von der 4-Meter-Linie wieder ins Spiel. Die Abwehrspieler müssen den Ball Richtung Mittellinie transportieren und dann mit den Angreifern im Vorderfeld kooperieren. Bei dieser Spielform wird besonders das schnelle Umschalten gefordert. Gerade noch Angreifer müssen die schwarz gekleideten Spieler jetzt den Ballvortrag der weiß gekleideten sofort mit einer engen Pressdeckung stören. Im Vorderfeld versucht die weiß gekleidete Dreiergruppe im Spiel 3 gegen 3 eine Torchance herauszuspielen. Auch hier wird mit aktiver Manndeckung verteidigt. Wird der Ball in der Manndeckung herausgespielt, müssen alle Spieler sofort umschalten. Bei Torhüter, wenn der Ball beim Torwart ist, entweder weil es ein Tor war, dann müsst ihr vorne auf den 4-Meter-Strich, da wo du jetzt gerade gestanden hast, ja, ist klar. Oder wenn der Ball so zum Torhüter kommt, gehalten oder im Tor aus gewesen. Die Torhüter dürfen nicht zu den Spielern auf der Abwehrseite spielen, müssen auf die andere Seite spielen. Das heißt natürlich hier auch ganz gezielt freilaufen, ja, weil der Ball ist lang unterwegs. Ja. Wenn er da steht und wartet und der Ball kommt und er ist lang unterwegs, kann der Abwehrspieler dazwischen gehen. Ihr müsst euch wirklich gut lösen vom Abwehrspieler. Und der Torwart bleibt bitte hinten drin und jetzt spielt er rüber. Auf geht's, rüber das Ding. So, und rüber. So ist gut.
und vorne bewegen. Langpass, Langpass. Hopp. Okay, so, und jetzt die Weißen. Komm, Daniel, und auf die andere Seite. Spielen. Okay. So, und weiter geht's. Und weiter, 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 weiter. Wieder lösen. Und jetzt 1-1 spielen. Sehr schön. Bewegen vorne. Mit Hilfe der Langpasspflicht des Torwarts wird das gezielte Freilaufen im Angriff zur Annahme dieses Passes besonders geschult. Jawohl. Und ab. Bewegen hier vorne. Bewegen. Auf zur Ruhe. Zack, da kommt der Pass. Lasse. Sind jetzt zwei, die dürfen rüber und nüber. Aber nur die zwei. Ihr dürft doch brillenderweise rüber und nüber. So, wenn jetzt der Tillmann hier weiß angreift und der Julian zum Beispiel holt sich den Ball raus und geht rüber auf die andere Seite mit Ball und der Tillmann ist, weil er halt den Ball gerade verloren hat, hinterher, ja, dann könnt ihr nicht stur bei euren zwei Leuten bleiben, sonst geht nämlich der Julian Coast to Coast bis da durch. Ja. Dann müsst ihr euch lösen und müsst den angreifen. Ja. So, du musst dann halt gucken, dass du eine Entscheidung findest, zu wem von deinen Kollegen in Schwarz du dann spielst. Ja? Und dann musst du hinterher und musst vielleicht da wieder helfen. Ja? Also die Manndeckung spielt ihr weiter, aber ihr müsst natürlich jetzt von der Spielsituation abhängig machen, ob er wirklich bei eurem Mann bleibt. Alles klar? Unser festes Läuferpaar. Sie dürfen in beiden Spielfeldhälften agieren. In jeder Hälfte agieren zwei Angreifer gegen zwei Abwehrspieler. Das feste Läuferpaar darf in beiden Spielfeldhälften agieren, so dass eine Gleichzahlsituation 3 gegen 3 auf der jeweiligen Ballseite entstehen kann. Wir fangen an mit 3 Schwarzen auf der Seite, jetzt in der Abwehr. So, die 3 Weißen, Angriff dagegen. Stellt euch mal ganz normal hin. So, Abwehr steht näher zum Tor, fertig, aus. Schwarz Abwehr. So, hier genau umgekehrt, Schwarz Angriff, Weiß Abwehr. So, komm, dahin, da willst du hin, oder? Als Angreifer. So, jetzt passt auf. Auf der Seite, wo jetzt der Ball ist, darf ein Pärchen zusätzlich hin. So, ist jetzt der Ball hier bei den Schwarzen. Könnte zum Beispiel, sehr gut reagiert, könntest du da reinlaufen. Und weil es Manndeckung ist, läufst du auch mit deinem Mann mit. So, ihr anderen müsst natürlich jetzt schauen. Ja? Du und du, ihr müsst gucken. Ja? Wenn da drüben jetzt schon 4 sind, dann dürft ihr nicht zusätzlich rein. Weil dort, wo der Ball ist, dürfen nur höchstens 4 Schwarze und 4 Weiße sein. Ist klar? So, wenn jetzt hier die schwarze Mannschaft im Angriff den Ball verliert, beim Torwart oder die Abwehr holt ihn sich, ja? dann darf ein Pärchen schon wieder rüber auf die andere Seite. Ja? Man müsste halt gucken, je nachdem, wer am nächsten ist, geht als erster gleich rüber. Dann ist wieder 3 gegen 3. Und mit dem Ball kann dann auch noch ein viertes Pärchen rüber. Das kann sein, dass dann einer prellt und rüber geht. Es kann auch sein, dass der Ball rüber gespielt wird und dann noch einer zusätzlich ohne Ball rüberläuft. Ja? So, aber gucken, dass es nicht zu viele werden. Und es ist nicht, vorher war festgelegt, Tillmann und Julian sind immer gelaufen. Jetzt ist nicht mehr festgelegt. Jetzt müsst ihr gucken, wer läuft. Ja? Ist klar? Auf der Ballseite entsteht jetzt immer eine 4 gegen 4 Gleichzahlsituation, weil jeweils ein vierter Angreifer mit seinem Gegenspieler von der Abwehr in die Angriffshälfte gelaufen ist. Auf geht's, wer kann laufen? Da die erste Gruppe kann ablaufen. So, und jetzt geguckt. Gut so, sehr schön. Und raus damit. Hopp, wer läuft rüber?
Diese Läufervariation ist taktisch sehr anspruchsvoll, weil alle Spieler ständig beobachten müssen, wie viele Spieler in welcher Hälfte positioniert sind und ob sie selbst noch die Mittellinie überqueren dürfen. Bewegung! Torwart kann er lang spielen. So, Daniel, wo geht's weiter? Wer läuft nach vorne? Daniel, lauf mit! Daniel! Gelb? So, was ich jetzt sehen möchte, ist erstens mal gute Zuordnung in der Deckung, zweitens mal kein Geklumpe auf einer Spielfeldseite, weil wenn vier Spieler auf eine Seite laufen und vier Abwehrspieler dazu laufen, könnt ihr euch vorstellen, wird so ein bisschen arg eng. So, das heißt, öffnen des Raumes, ja, zwei Spieler weiter außen, zwei Spieler zentraler im Angriff, wenn es geht. Ja. Auch wenn der Ball auf der ballfernen Seite ist, dann versucht er mal in so eine Aufstellung reinzugehen, dass er die vier Positionen besetzt. Ein Grüppchen mehr so hier im Raum, eins hier im Raum, eins weiter vorne, guckt mal, wo das schwarze Basketballfeld fertig ist, ja, und eins drüben. Und dann fängt er an, euch gezielt freizulaufen, wenn er merkt, der Ball kommt. Haltet den zentralen Raum frei, ja, aber dann könnt ihr da reinlaufen. Ist klar? Ja, so spielt er das Ding. Okay? So, und drüben auf der Seite logischerweise das Gleiche. Jetzt ein bisschen clever gespielt. Handball spielen und nicht kämpfen. Ja, bei 4 gegen 4 gibt es viele Möglichkeiten, wie man Doppelpass spielen kann, wie man Kreuzen spielen kann, kommt einer hinten rum. Ja, das kann man technisch sauberen Handball spielen. Weiß in der Abwehr, schwarz in der Abwehr. Ball. In jeder Hälfte agieren je 4 Spieler jeder Mannschaft. Es kommen also jetzt 18 Spieler zum Einsatz, sodass sich diese Variante besonders für große Trainingsgruppen, in denen auch leistungsmäßig differenziert werden sollte, empfiehlt. So, wer ist Angriff? Schwarz. So, weiß dazwischen. Ihr da drüben, ihr hier. So, und wenn ihr jetzt merkt, dass der Ball da in irgendeiner Art und Weise kommt, ja, machst du erstmal so Geschichte, ich gehe da rein. Dann muss der da mit. Und jetzt zack, und dann komme ich hier. Oder ich gehe hoch. Ja, und dann bin ich da mittendrin, dort wo es gut ist von der Position her. Dann bin ich dort im Ballbesitz. Das müsst ihr machen. Ja. Für euch das Gleiche hier. Ihr verlagert euch erst ein bisschen nach außen. Ja. So, wenn ich hier bin, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass ich kurz antäusche, ich gehe da hin, dann geht er mit hoch und dann setze ich mich nach außen ab, geht ein Pass drüber. Oder ich gehe kurz nach außen und dann schneide ich hier in der Mitte vorbei und hole mir das Ding und gehe da weiter. So, hier wieder öffnen, Raum verteilen. Genau das Gleiche, was ich mit denen gemacht habe, müsst ihr jetzt hier machen. Spielen, gut die Abwehr. So, und jetzt wieder öffnen und Raum verteilen. Jawohl. Gut die Hände, weiter, weiter, weiter. Gucken. Oh, du Bauer. Hier spielen die Abwehrspieler schon in der Eröffnung eine sehr gute, enge Pressdeckung. Hier wird der Ballhalter situativ sofort von zwei Verteidigern gedoppelt, da er den Ball nach dem Prellen aufgenommen hatte. Das daraus resultierende ungenaue Abspiel kann ein Mitspieler gerade noch erlaufen. Weil dann machen wir nämlich hinten den Raum auf. Wenn jetzt zum Beispiel der Ballbesitzer hier nach vorne geht, geh mal 3 Schritte. Ja? So, stopp.
dann müssen alle Abwehrspieler auf Ballhöhe zurücksinken. Ja, den Gegner im Auge haben, den Mann im Auge haben. Würde jetzt jeder bei seinem kleben bleiben, du gehst zu dem, zack, du gehst zu dem, dann hätten wir jetzt hier Riesenräume. So, also ist klar, ihr sinkt auf Ballhöhe zurück, ja, um immer hier auch helfen zu können und die Sache optisch dichter zu machen. Schafft ihr das? Anspiel. Achtung! Das Zurücksinken auf Ballhöhe in der Manndeckung sollte nur mit Fortgeschrittenen, etwa ab der D-Jugend, gespielt werden. Diese Manndeckungsvariante verlangt von den Spielern bereits ein sehr gutes, ballorientiertes Verteidigen im Raum. Nach Ballverlust wird schnell zurückgelaufen und die Zuordnung in der Manndeckung hinter der Mittellinie aufgenommen. Die Angreifer können sich natürlich sofort in die tiefen Räume freilaufen. Achtung, eure Position, kommst du nochmal hierher als Abwehrspieler, muss jetzt so sein, Ball nochmal zurück, Raum Mitte, da kam das Anspiel her, dass du hier, Achtung Thielmann, geh mal ein bisschen weiter vor, dass du hier jetzt eine Position hast, dass du ihn im Auge hast, einerseits, und dass du da den Ball auch siehst. So, wichtig ist, dass du nicht so rumstehst, weil dann wird es schwierig, du musst dich so rumdrehen, das ist das Erste. Das Zweite ist, dass dieser Raum natürlich jetzt gefährlich ist, das kannst du ausrechnen. Der will jetzt da reinlaufen, weil dann kann er mit seinem Körper den Ball abschirmen, kann ihn gut annehmen und geht da rein. So, also musst du deine Position nicht hier nehmen, sondern du musst weiter hier reingehen, so, dass du hier bist, ja? So auf dieser Linie. Ja? Weil wenn er jetzt da reinläuft, ja, komm, dann kannst du das erkennen, kannst jetzt hier Druck dagegen machen und hier in den Pass gehen. Ja? So, Achtung. Wenn er jetzt meint, er könnte clever sein und könnte dahinter laufen, ja, dann soll er das erstmal machen, weil das wäre ja dann ein weiter Pass über dich drüber. Ja, und das kriegst du hin, den fängst du ab. Ja, das da hinten ist eine ganz ungünstige Position, aber das ist eine günstige Position für ihn. Und da darf er nicht hinlaufen. Ja, so, jeder sucht immer die optimale Position, um zwischen dem Gegner und dem Tor zu stehen, um Ball und Gegner zu beobachten, und als Drittes den günstigen Weg des Angreifers auch zustellen zu können. Okay? So, wo will der Angreifer hin? Da in die Mitte rein, wo der Wurfwinkel optimal ist, wo ich klasse Möglichkeiten habe, ein Tor zu erzielen. Wo will ich als Abwehrspieler den Angreifer hin haben? Nach außen hinweg. Und los geht's, dreht euch um, ordnet zu. So, und jetzt wird wieder gespielt. Halbfeldmanndeckung, sehr schön. Hilfe, gut die Hilfe. Geh, 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 geh. In der sinkenden Manndeckung können die Verteidiger bereits sehr gut ihren Mitspielern helfen. Hier wird der Ballhalter beim Dribbling von zwei Verteidigern angegriffen und verliert so den Ball. Achten Sie hier auf die Abwehrgrundbewegung.
Die Übergänge von einer sinkenden Manndeckung zu einer ersten offensiven 1:5 Raumdeckung sind fließend. Auch das spricht für unser methodisches Vorgehen in der DHB-Rahmentrainingskonzeption. Noch einmal. Aus dem Zurücklaufen die Zuordnung an der Mittellinie aufnehmen. Alle Abwehrspieler orientieren sich trotz Manndeckung Richtung Ball. In Tornähe wird je nach Situation in der Abwehr geholfen. Sinkende Manndeckung bedeutet nicht passiv zu verteidigen, wie diese Szene belegt. In der sinkenden Manndeckung agieren die Verteidiger oft auf gleicher Höhe. Sie können so sehr gut Angreifer mit Ball doppeln. Damit lernen sie ein wichtiges taktisches Grundprinzip der dann folgenden ersten Raumdeckung.